Warte mal, das sind unsere Rocks-Geschirre, die wir zusammen mit den Schweizern, mit Bert Grossenbacher zusammen entwickelt haben, aus unserer Erfahrung heraus und denen und deren handwerkliches Geschick. 100% Swiss-made, 100% reine Handarbeit ist dieses Geschirr. Also hier ist nicht vorher irgendwie CNC, wird der Korpus ausgeschnitten. Weil wirklich dieses Geschirr ist so modifiziert, wie wir uns das vorstellen, wie wir es haben wollen. Die Winkelung der Gurte, die Naht, die hier eingearbeitet ist, die wirklich als Gelenk arbeitet, ne? Dass das Geschirr wirklich hier richtig schön hochgeht, also der Anatomie des Hundes folgt, einfach traumhaft. Wir haben es hier freigeschlagen, dieses Geschirr. Dieser Bereich hier, man sieht es schön, wenn Eiler den Kopf jetzt zur Seite neigt, wie dieses Geschirr hier mitgeht, also als Gelenk fungiert, ne? Dass es hier nicht anfängt zu zerren, zu zwicken oder wie auch immer. Das ist wirklich komplett durchdacht, dieses Geschirr. Wir haben hier wirklich auch wieder bei dem Support-Geschirr, das Geschirr gibt es in zwei Größen, also das Standardgeschirr, was bis hier geht, und das Support-Geschirr, das länger geschnittene, wieder mit drei Ringen, die zwei Bauchgurte, die ihr auch mit Cobra-Schnallen haben könntet, wenn ihr wollt, oder mit Gummigriff. Warum haben wir diesen V-Schnitt gewählt? Wir führen eigentlich relativ kräftige Hunde. Und jetzt haben wir die Ayla hier, die jetzt schon so ein bisschen derber ist. Diese Geschirre neigen jetzt dadurch, dass sie etwas breiter geschnitten sind hier im oberen Bereich, weniger dazu, wenn der Hund im Leerlauf ist, weil die Geschirre sehr locker eingestellt sind, sich zu verdrehen. Ne? Man kann das jetzt hier in der Jessie schön sehen, die den Kopf unten hat, wie dieses Geschirr oben bleibt, ne? Und ihr wirklich die komplette Freiheit bietet. Ne? Traumhaft, wirklich schön. Ne? Und dieses Geschirr gibt es in wenigen Farben, haben wir die momentan auf Lager. Ihr könnt aber alle Farben haben, die ihr wollt. Das können wir alles machen. Es dauert etwas, weil es wirklich reine Handarbeit ist. Wir haben natürlich auch hier den Brustring vorne, oh, da, wo das ganze Fell hängt, den Brustring hier vorne, haben den Nackenring, den man natürlich nicht benutzen sollte, sondern nur zu Trainingszwecken, weil er das Halsband ja simuliert, hier für die Schleppleine, für die normale Leine oder diese Ringe miteinander zu kombinieren, das kann man alles machen. Wir haben wieder ein sehr schönes Meshgewebe eingearbeitet. Die Rückseite ist wieder traumhaft, fühlt sich an wie Alcantara, ist es aber nicht. Es ist ein Stoff, wirklich, dass das Fell vom Hund überhaupt nicht in Mitleidenschaft gerät. Die Winkelung hatte ich schon. Wir haben darauf geachtet, dass wir immer sehr, sehr viel Freiheit hier haben zwischen dem Vorderbein und dem ersten Bauchgurt. Dass der Hund, wenn er läuft, dass es ihn wirklich nicht einschränkt. Ja, eigentlich top, oder? Ayla, ja klasse, ne? Und Raketchen findet das auch. Hier sieht man es nochmal, wie Jessie jetzt den Kopf zur Seite neigt, wie das Geschirr hier mitgeht, ne? Keine Belastung, es ist überhaupt nicht irgendwie stramm eingestellt. Das ist also wirklich, wir kriegen im Nackenbereich, Wirbelsäulenbereich, Halsbereich keine Belastung auf den Hund. Und so stellen wir uns eigentlich ein Geschirr vor. Top, ne, Raketchen? Ja, also in diesem Sinne. Tschüss!